Jobcenter-Einladung. Soll man hingehen oder nicht? Wie kann man da rauskommen? Und zwar, wir haben hier eine Original-Einladung von das Jobcenter. Hallo, liebe Zuschauer. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Sehr geehrter Herr, bitte kommen Sie zum unten angegebenen Termin in das Jobcenter. Hier die sämtlichen Daten. Ich möchte, anstatt hier zu schreiben, wir sollten über Ihre aktuelle berufliche Situation sprechen, steht ja, ich möchte. Mit anderen Worten, wenn Sie zum Jobcenter gehen und quasi Ihre Sacharbeiter Sie um irgendwelchen Sachen fragt oder Sie einfach anspricht, wie Sie das Ganze sehen, können Sie sich auf das Schreiben berufen und sagen, hier steht, ich möchte. Also Sie wollen mit mir reden, aber hier steht nicht, dass ich mit Ihnen reden muss, ja. Das Sozialgericht Karlsruhe am 27.03.2013 hat ein Urteil gefällt, und zwar mit einem einfachen versandten Vermittlungsvorschlag. Zumindest geht es hier um Vermittlungsvorschlag, aber das ist egal, ob Vorschlag oder Einladung, das ist das Gleiche. Gilt nicht schon deshalb als zugegangen, weil beim Jobcenter kein Postrücklauf zu verzeichnen ist. Paragraph 37 Absatz bla bla. Ich denke, das kann man sich gut merken. Es gibt dann noch ein weiteres Urteil. So, wir haben hier eine weitere Seite, und zwar hier steht Zugangsfiktion. Wann gilt ein Schreiben am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugegangen? Das Bundessozialgericht hat 2009 grundlegend entschieden, wann ein einfaches behördliches Schreiben nicht am dritten Tag nach der Abgabe zur Post als zugegangen gilt. Auch bei Einschreiben gilt die Zugangsfiktion nicht immer. Also wir haben hier das Urteil, wer möchte, kann sich das Ganze gerne mal durchlesen. Man kann hier auf Stopp drücken, und zumindest, ich möchte jetzt nicht hier alles zu Wort bringen, aber wir haben hier auf jeden Fall ein Urteil. Deswegen kann auch das Jobcenter sich nicht einfach darauf berufen, dass sie quasi das Schreiben rausgeschickt haben. Und somit ist die Einladung nichtig. Man kann dagegen vorgehen. Ich empfehle Ihnen trotzdem hinzugehen, weil es kann immer sein, dass es sich um was Wichtiges handelt. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Video.